Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mittlers Geschichtsstunde mit Kai-Axel Andoth. Heute gehen wir dem einzigen Mordfall im Wiedervereinigungsprozess nach. Wer hat Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder umgebracht? 10 Minuten, kurz, klar, wahr. Um das Volkseigentum in der DDR in eine den Normen der Bundesrepublik entsprechende Form zu transformieren, greift die DDR-Führung unter Ministerpräsident Hans Modrow am 1. März 1990 einen Vorschlag des Theologen und Bürgerrechtlers Wolfgang Ullmann auf. Sie gründet eine Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums. Deren Aufgabe ist es, die VEBs und Kombinate in GmbHs und AGs umzuwandeln und zu privatisieren. Ullmanns Idee, jeden der 16 Millionen DDR-Bewohner zu einem 16-Millionstel am Volksvermögen zu beteiligen, setzt die Regierung Modrow allerdings nicht um. Doch die Herausforderung besteht nicht alleine darin, die maroden ostdeutschen Betriebe für den harten Wettbewerb auf neuen westlichen Märkten zu ertüchtigen. Der DDR brechen zugleich ihre angestammten Handelspartner im Osten weg, allen voran die Sowjetunion. 37% des ostdeutschen Außenhandelsumsatzes entfallen auf die kollabierende UdSSR. Bezahlt wird im Handel mit Russland bis Ende März 1991 mit Transferrubel, danach jedoch mit harter D-Mark. Plötzlich kostet die Tonne Kupfer nicht mehr 135.000 DDR-Mark, sondern 135.000 D-Mark. Und das bei einem Weltmarktpreis von 11.000 D-Mark. Am 3. Juli 1990 beruft der DDR-Ministerrat Rohwedder zum Chef der Treuhandanstalt. Wer könnte angesichts seiner Vita geeigneter sein, diese Herkulesaufgabe zu stemmen als er? Inspiriert von der Ostpolitik Willy Brandts war Rohwedder 1969 in die SPD eingetreten, ein Jahrzehnt lang Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium gewesen und hatte sich hohes Ansehen in den Wirtschaftsverhandlungen mit der DDR erworben. 1979 war er in die Wirtschaft zurückgekehrt und in den Vorstand des defizitären Dortmunder Stahlkonzerns Hoesch eingetreten. Jeder fünfte Dortmunder steht damals bei Karl Hoesch in Lohn und Brot. Rohwedder gelingt die Sanierung. 1983 schreibt Hoesch als einziges Stahlunternehmen in Europa Gewinne und Rohwedder wird zum Manager des Jahres gewählt. Mit 58 Jahren gibt der bei Hoesch gestellte Rohwedder den sicheren Job in Dortmund auf und nimmt die schwerste in der deutschen Wirtschaft zu vergebende Aufgabe an. Über 8000 Kombinate und VEBs sollen entflochten, neu bewertet, in D-Mark bilanziert, in Kapitalgesellschaften umgewandelt und für die Marktwirtschaft fit gemacht werden. Dem in Gotha geborenen Rohwedder ist die Dimension seiner neuen Aufgabe durchaus bewusst. Ich bin kein Mann des akademischen Bereiches, sagte er im Interview. Ich komme aus der Wirtschaft und möchte dazu beitragen, dass für die Menschen in der früheren DDR möglichst rasch die materielle Grundlage gelegt wird. Das treibt mich um. Trotz seiner Maxime schnelle Privatisierung, entschlossene Sanierung und behutsame Stilllegung wird er rasch zum Buhmann der Nation. Denn was er vorfindet, ist wenig ermutigend. Lediglich ein Drittel der auf ihre Wettbewerbsfähigkeit hin analysierten Kombinate und VEBs ist einigermaßen rentabel und sanierungsfähig. Es kommt mir vor, als müssten wir mit einem kleinen Schäufelchen den Mont Blanc abtragen, sagt Rohwedder. Sofort macht er sich auf die Personalsuche. Bundeskanzler Helmut Kohl gewinnt er für einen Kanzlerappell der Treuhandanstalt umgehend hochkarätige Manager und Spezialisten aller Disziplinen leihweise zur Verfügung zu stellen. Hauptamtliche und informelle Stasi-Kaderleiter in den Treuhandbetrieben ersetzt Rohwedder durch unbelastete Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder. Mit der Suche nach geeigneten Aufsichtsräten betraut er die neu in den Treuhandvorstand berufene bisherige niedersächsische Finanzministerin Birgit Breuel. Wir fingen buchstäblich bei Null an, sagt sie im Rückblick. Wir hatten nicht einmal Telefone. Anfangs liefen wir zur öffentlichen Telefonzelle beim Brandenburger Tor.
Am 13. September 1990 spricht Rohwedder vor der DDR-Volkskammer. Die Privatisierung, meine Damen und Herren, geht nicht so schnell vonstatten, wie sich das der ein oder andere vorstellt. Ich habe neulich etwas lax gesagt, erst kommt das Leben und dann die Paragraphen. Ich entschuldige mich vor dem Gesetzgeber für dieses Wort, aber es ist vielleicht nicht ganz falsch. Wir müssen im Interesse der Betriebe und Arbeitnehmer in der DDR so schnell wie möglich vorangehen. Es ist eine Aufgabe von nahezu furchterregender Dimension. In der Nacht des Ostermontags 1991 sitzt Rohwedder im Schlafanzug und barfuß im ersten Stock seines Hauses am Düsseldorfer Kaiser-Friedrich-Ring und arbeitet. Er ist arglos. Auch an diesem 1. April hat er darauf verzichtet, die Gardinen zuzuziehen. Als er sich um 23.30 Uhr vom Stuhl erhebt, trifft ihn eine aus 63 Meter Entfernung abgefeuerte Kugel zwischen den Schulterblättern. Ein zweiter Schuss zertrümmert den linken Ellenbogen seiner herbeieilenden Ehefrau Hergard. Aus dem gegenüberliegenden Schrebergarten feuert der Präzisionsschütze einen zweiten Schuss auf sie ab. Er schlägt ins Bücherregal ein. Der 1,92 Meter große Rohwedder sinkt zu Boden. Die Kugel hat Wirbelsäule, Aorta, Speise und Luftröhre zerfetzt. Noch ehe der Notarzt eintrifft, ist Rohwedder verblutet. Vieles deutet auf ein Attentat der RAF hin. Wer nicht kämpft, stirbt auf Raten, heißt es im mit RAF-Logo versehenen Bekennerschreiben, das die Polizei neben drei Patronenhülsen, Gartenstuhl, Fernglas sowie einem blauen Frottetuch in den Schrebergärten gegenüber dem Rohwedder-Haus findet. Die Langwaffe bleibt dagegen unauffindbar. Einigen Ermittlern kommen Zweifel, denn der Mord trägt nicht die Handschrift der RAF. Bislang hat die Terrorbande ausschließlich mit Bomben und Maschinenpistolen gemordet. Als wir an jenem Sonntag nach Hause kamen, habe ich einen Fehler gemacht, den ich bis heute bereue, sagt die Witwe Hergard Rohwedder später. Auf dem Nebengrundstück stand ein Auto, in dem saß ein junges Paar. In dem Haus war eine Anwaltskanzlei. Es gab keine Veranlassung, sich sonntags dort aufzuhalten. Ich wollte hingehen, aber mein Mann sagte, komm, lass es, was soll's, wir gehen rein. Das müssen die Attentäter gewesen sein. Ich hätte zumindest die Autonummer aufschreiben können. Das werfe ich mir wirklich vor. Es gab Anzeichen, dass sich etwas zusammenbraute. Es wurde nachts angerufen um 2, 3 Uhr. Ich bin rangegangen, es war niemand dran. Einfach Stille. Dann klingelte es nachts am Haus. Ich habe runtergeguckt. Nichts, niemand zu sehen. Als mein Mann am grünen Donnerstagabends von seinen beiden Begleitern heimgebracht wurde, habe ich ihnen gesagt, da ist Bewegung, das macht mich misstrauisch. Worauf die cool reagierten, tja, was erwarten Sie denn? Sollen wir vielleicht auf dem Rhein mit einem Schiff hin und her fahren? Wir wohnten ja direkt am Rhein. Während die Berliner Behörden Rohwedder als absolut gefährdete Person der Gefährdungsstufe 1 einordnen, ihn im gepanzerten Wagen fahren und ihm für den Fall einer Entführung Stimm- und Blutproben sowie Fingerabdrücke abnehmen, senkt die Landesregierung in Düsseldorf Rohwedders Gefährdungsstufe von 1 auf 2 herab. Dabei warnt der Berliner Staatsschutz nicht nur vor RAF, sondern ausdrücklich auch vor Stasi-Attentaten. Um die Korruption alter und neuer Seilschaften in der Treuhandanstalt aufzudecken, richtet Rohwedder die Stabsstelle Recht ein und besetzt sie mit dem hervorragend beleumundeten Stuttgarter Staatsanwalt Hans Richter. Wie in Stuttgart, wo er gegen Porsche und Schlecker ermittelt, kehrt Richter auch in Berlin mit eisernem Besen. Manche haben abrupt die Verhandlungen abgebrochen, wenn ich plötzlich mit am Tisch saß, erzählt er mit Blick auf die vielen windigen Geschäftsleute, die ihm zuvor in westdeutschen Gerichtssälen gegenübergesessen hatten. Am Karfreitag 1991, 2 Tage vor Rohwedders Ermordung, explodieren in Richters Treuhandbüro nachts 2 Brandsätze. Die Täter haben leichtes Spiel. Das Gebäude ist unbewacht. Thomas Münzers wilder Haufen bezichtigt sich der Tat und tritt danach nie wieder in Erscheinung. Das macht Richter stutzig. Ein Anschlag auf das Büro des Bürgerbeauftragten deutete auf Täter hin,
die verhindern wollten, dass Stasi-Seilschaften aufgedeckt werden. Wir hatten Anhaltspunkte dafür, dass bestimmte Unterlagen in dieser Niederlassung von Interesse sein könnten für Leute, die eine Aufdeckung von Vermögensverschiebungen verhindern wollten. Und dabei geht es um zig Milliarden D-Mark. Da die neutrale Schweiz das westliche Technologieembargo gegen den Ostblock nicht mitträgt, dient sie der DDR jahrzehntelang als Drehscheibe für ihre Umgehungsgeschäfte und dank des Bankgeheimnisses als idealer Zufluchtsort für reinigungsbedürftiges Schwarzgeld. Entsprechend aktiv ist hier die kommerzielle Koordinierung von Stasi-Oberst Alexander Schalko-Lutkowski. Hunderte von Handelsgesellschaften, Briefkastenfirmen und Unternehmen wie die Seilbahn in Zermatt und das Feriendorf El Castillo auf Fuerteventura zählen zu dessen Schatten- und Valutareich. Eine der wichtigsten Figuren in diesem Milliardengeschäft ist der deutsche Geschäftsmann Ottokar Herrmann. Nach dem Zweiten Weltkrieg investiert der frühere Waffen-SS-Unterscharführer in den innerdeutschen Handel. 1962 zieht er ins Tessin und wird als I.M. Roloff zu einem der wichtigsten Geschäftspartner der KOKO. Als sich Stasi-Oberst Schalko-Lutkowski in der Nacht auf den 3. Dezember 1989 über den Sektorenübergang Invalidenstraße nach West-Berlin absetzt und unter dem Decknamen Schneewittchen in die Hände des BND begibt, revanchiert er sich für die schützende Hand, die der Dienst über ihn hält. Im Juni 1990 fertigte er ein handschriftlich verfasstes Verzeichnis seines Valutareiches an. Eine zentrale Rolle in der Treuhandanstalt spielt Schalks langjährige Vertraute Waltraud Lisowski. Die frühere Hauptabteilungsleiterin der KOKO-Arbeitsgruppe Firmen wickelt im Treuhandauftrag die Westfirmen der SED ab. Konspiration ist für sie täglich Brot. Und so versickern in den folgenden Wochen hunderte Millionen D-Mark. Wer sich der Vermögenssicherung in den Weg stellt, darf bei den alten Seilschaften nicht auf Nachsicht hoffen. Zwei Wochen vor seiner Anhörung im Stasi-Untersuchungsausschuss des Bundestages verstirbt aus heiterem Himmel der Hauptzeuge Siegfried Gramann. Auch dessen Sekretärin Walburga Zitzmann kann vor dem Untersuchungsausschuss kein Zeugnis mehr ablegen. Die kerngesunde Frau verstirbt kurz nach einem mysteriösen Verkehrsunfall. Zuvor hatte sie dem runden Tisch in Thüringen den Terminkalender ihres Chefs zur Verfügung gestellt. In der Staatsanwaltschaft Meiningen ist er leider nicht mehr auffindbar. Auch Manfred Wünsche, Rechtsanwalt in Schalks Valutareich und Spezialist für internationale Devisentransaktionen, kommt vor seiner Aussage unter ungeklärten Umständen ums Leben. Zwei Wochen vor seiner Ermordung reist Rohwedder in die Schweiz. Es ist nicht seine erste Begegnung mit Ottokar Herrmann. Kurz vor Öffnung der Mauer hatten die beiden ergebnislos über die Lieferung eines Leiterplattenwerkes der Hösch-Tochter Fuba ans DDR-Werkzeugmaschinenkombinat Fritz Heckert gesprochen. Doch Rohwedder war misstrauisch geworden und das Geschäft war geplatzt. Die letzte Begegnung mit Herrmann hat ein anderes Thema zum Inhalt. Wiederholt kommen Rohwedder nämlich Klagen zu Ohren. Herrmann greife unberechtigt auf Treuhandkonten zu und behalte trotz eindeutiger Zahlungsaufforderungen millionenschwere Zinsgewinne aus KOKO-Geschäften ein. Der in der Treuhand tätige Ex-Stasi-Oberst Jochen Steyer verkauft ein von Schalk auf 100 Millionen D-Mark taxiertes Schweizer Unternehmen zum Schnäppchenpreis von 12 Millionen an Ottokar Herrmann. Es ist nur die kleine Spitze eines riesigen Eisberges. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Aktivitäten auf Veranlassung des Bereiches KOKO bzw. seiner Nachfolgeeinrichtungen vorgenommen worden sind und dazu dienen, SED-PDS-Eigentum zu privatisieren und damit vor dem Zugriff der Treuhandanstalt zu verschleiern, hält das Kölner Bundesamt für Verfassungsschutz fest. Rohwedder ist entschlossen, dem einen Riegel vorzuschieben. Man spricht immer von den alten Seilschaften, sagte er im Oktober 1990 im Gespräch mit Moderator Ernst-Dieter Luk im Bericht aus Bonn. Es gibt auch neue Seilschaften. Das sind die zwischen westdeutschen Geschäftemachern und alten VEB-Bonzen.
die sich zusammengetan haben, um gemeinsam Geschäfte zu machen. Aber wir haben da ein Auge drauf. Während der Unmut über die einschneidenden Folgen der Wirtschaftsumstellung in Ostdeutschland lauter wird, die Menschen sich erneut zu Montagsdemonstrationen zusammenschließen und das neue Deutschland gegen Rohwedder als Knochenhand des Sensenmannes hetzt, ducken sich die politischen Entscheidungsträger erfolgreich weg. Die Politik hat es zugelassen, dass die Treuhand Prügelknabe wird, sagt der evangelische Theologe und Sozialdemokrat Richard Schröder im Rückblick. Man konnte immer sagen, die Treuhand war es, die Treuhand war es, und die Regierung konnte sich dahinter verstecken. Nach dem Mord an Rohwedder mehren sich die Stimmen, die beim Anschlag eine Zusammenarbeit zwischen Stasi und RAF nicht ausschließen. Bereits im Januar 1970 hatte die Stasi die Akte Rohwedder angelegt und begonnen, den damaligen Staatssekretär zu observieren. Über den späteren Hösch-Vorstandsvorsitzenden verhängt sie eine operative Zielkontrolle, hört dessen Telefon ab, meldet jede seiner Bewegungen per Blitzmeldung an Stasi-Oberst Ralf-Peter Devaux. Im Frühjahr 2001 gelingt es dem BKA, auch aus ausgefallenen, wurzellosen Haaren DNA zu gewinnen, ein spektakulärer Durchbruch. Das auf dem am Tatort zurückgelassenen Frottee-Handtuch gefundene Haar kann das BKA nun zweifelsfrei dem 1993 bei einer Schießerei auf dem Bahnhof in Bad Kleinen ums Leben gekommenen RAF-Terroristen Wolfgang Grams zuordnen. Die Zigarettenreste jedoch weisen Spuren der Blutgruppe A auf und stammen folglich nicht von ihm. Der Verdacht, die Tat sei von einem Auftragsmörder, von einem hochprofessionellen Präzisionsschützen, einem routinierten Taucher und blendenden Schwimmer verübt worden, dem seinerzeit die Flucht durch den Rhein gelungen war, hält sich daher bis heute. Unabhängig vom versteckten Vermögen, an dem mein Mann relativ dicht dran war, glauben eigentlich alle Politiker, die mit der früheren DDR zu tun hatten, dass es die Stasi war, sagt Hergard Rohwedder, 86-jährig, Anfang November 2018. Leute, die sicherheitspolitische Erfahrung haben, sind überzeugt, das kann nicht die RAF alleine gewesen sein. Herzlichen Dank.